Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dying Light 2 Stay Human. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Und zwar sollen wir jetzt Schuhe shoppen, Leute. Wir sollen Schuhe shoppen. Eiskalt. So, mal gucken. Kann ich jetzt hier oben den Fallschirm aufmachen? Ja, ich muss nur aufpassen. Kriege ich hier Aufwind eigentlich? Tatsächlich. An dem grünen Dings kriege ich immer Aufwind. Wie geil ist das denn? Oh, hier gibt's was. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Ja, nice. Gleich mal alle Dächer abklappern. Wir müssen auf jeden Fall auch mal Sachen verkaufen, also Anziehsachen, weil ständig ist mein Inventar voll. Ist ein bisschen nervig. A little bit nervig. Nervy. Ein bisschen nervy ist das. Oh, nicht zu weit, nicht zu weit. Oh, das war knapp. So, hier gibt's Schuhe, hast du gesagt. Loen? Loen? Siehst du die Öffnung? Wohnung 216. Du solltest dort eine große rote Kiste mit Goldrand finden. Da drin bewahre ich meine Schuhe auf. Kommst du nicht mit? Wegen dir sind meine Schuhe im Arsch, also geh mir neue holen. Geh rein, nimm die Schuhe, komm wieder. Und fass sonst nix an. Kapiert? Was hat sie denn für einen Ton drauf jetzt? Ich würde sagen, hol dir einen Scheiß alleine, wenn du so mit mir sprichst. Oder wir gehen danach zu mir. Hey, hier stimmt doch was nicht, LeBron. Was ist los? Hol sie einfach, okay? Du bist auf den scheiß Fernsehturm geklettert, aber in eine Wohnung willst du nicht rein? Kommt drauf an, was da drin ist. Okay, Feigling. Was ist denn los mit ihr? Warum ist denn die jetzt so... Sie hat richtig die Hosen an. Worauf wartest du noch? Damit kann ich nicht so Soll gut umgehen. Aber die tut nur so. Das ist wieder raue Schale, weicher Kern. Aber wo ist denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt? Nach unten? Da ist ein Dings. Weil ihr wisst immer, Leute, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Das trifft auch auf Frauen zu. Und da wären wir wieder bei Montes Aussage, dass Frauen in bestimmten Dingen wie Hunde sind. Oha, jetzt habe ich die Diskussion wieder rausgeholt. So, das Thema war auch so ein Ding, Junge, da habe ich mir auch gedacht, ihr habt doch alle einen Schuss nicht gehört. Wo soll ich denn jetzt hier hin, Junge? Sich über sowas aufzugeilen. Komplett an der Aussage vorbei, die er eigentlich getroffen hat. Einfach nur Sachen, sag mal, zurechtgelegt quasi. Hallo Mandy. Aber was ich nicht verstehe ist, wo ich jetzt hin soll, ehrlich gesagt. Hier ist alles... Ich hab Fähigkeitspunkte. Hab ich. Aber dann noch hier. Laufen Sie vertikale Oberfläche. Oh ja, das ist nice. Muss ich jetzt hier hoch wieder? Alter, hat er nicht gesagt. Das Ding ist, dass die komplette, wie gesagt, die Aussage von Monte komplett falsch dargestellt wurde einfach. Ich mir einfach nur dachte, ihr habt doch alle zu viel Langeweile. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, wo ich hier hin soll, ehrlich gesagt. Und da komme ich. Da steht die Alte und macht Stress. So, pass auf, jetzt gehen wir hier rein. Darunter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendeine Tür auf? Sind auch keine Nummern dran oder irgendwas? Hier. Guck mal. Woher weiß er jetzt, dass das die Wohnung ist, wenn da keine Nummern dran stehen? Hallo, ihr Grüße. Fass bloß nichts an. Und nimm dir nur die Schuhe. Was ist hier, das dir so Angst macht? Es muss irgendwas drin sein, Leute. Hm.
Nette Bude. Nette Bude. Warum ist Hemmstoff? Irgendwas greift mich hier gleich an, pass mal auf. Cool. Ob das wohl noch funktioniert? Unser Mixtape. Oh, gar nicht. Die LaWarn, die ich kenne. Hemmstoffbehälter. Männerstiefel? Oha. Der Typ ist hier noch, Alter. Ich hoffe, das ist ein Zombie, der Typ. Und den konnte er nicht töten. Wow, LaWarn. Wer hätte das gedacht? Hast du sie endlich? Tut mir leid, aber hier ist keine rote Kiste. Dummkopf. Dann such richtig. Hinter den Brettern ist noch ein Zimmer. LaWarn? Du wirkst ja geradezu glücklich. Versuch mal eine Frauenschlägerei zu schlichten. Da halt sogar ich mich fern. Die Aussage war ja einfach nur, dass Hunde sensibel sind und Frauen auch. Nette Bude. Hier hat auch noch jemand gewohnt. Wie lange lebt noch hier? Oh, nice Bogen. Da lebt keiner. Finde einfach nur die Schuhe und lass die Blöden fragen. Warum hast du das hier fürs Fischauge aufgegeben? Weil ich da zu Hause bin. Ich habe alles mitgenommen, was ich brauche. Das heißt, außer die Schuhe. Okay. Steve Hosen, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Followen. Yeah, Baby. Neues Update. Neues Update verfügbar. So, wir nehmen aber jetzt mal wieder Leben, oder? Ja. Werden die Gegner nämlich auch schwerer. Deine Schuhe sind jetzt schon noch arg hässlich. Riesen Bogen. Neuer Bogen. Leute, ein neuer Bogen. Level 5 sogar. Oder? Wo ist denn der? Doch da, Level 5. Oh yeah, Baby. Ist gebonkt wie Kiffer, nehmen wir mit. Warum habe ich eigentlich so hässliche Schuhe? Die sind ja auch nur grün. Habe ich nicht bessere, sag mal? Also das ist aber Level 3. Was hatte ich denn mit den Ausdauerparcours? Haben wir noch irgendwo Ausdauerparcours? Generell Ausdauerregeneration ist hier plus. Sehen auch bloß nicht besser aus. Nach Aussehen darf man bei dem Typen echt nicht gehen. So, aber ich habe ihre Schuhe doch immer noch nicht gefunden, oder? Hier haben sie offenbar viel Zeit verbracht. Warum, durchgelegen oder was? Da ist die Kiste. Warte, ich will mich noch umgucken. Ich will gerne mal wissen, was da passiert. Also, warum ist die so? Vor allem ihr Ton gefällt mir überhaupt nicht, Leute. Ihr Ton gefällt mir überhaupt nicht. LaWarn, ich habe deine Schuhe gefunden. Super. Und jetzt komm da wieder raus. Wäre geil gewesen, hätte dran gerochen. Ist ein schönes Liebesnest mit Wein und super Aussicht und sogar mit Musik. Da ändert sich mein ganzes Bild von dir. Und weißt du was? Ich kann den Typ verstehen, dass er dich mochte. Fick dich, Aiden! Hey, ich wollte doch nicht... LaWarn, warte. Was? Hakon... Du alte Sau. Liebe jedoch wechselt nicht mit Tag und Stunde. Ihr Ziel ist endlos. Bis ins Verderben. Oh, scheiße, LaWarn. Oha, der war das? Uff. Ganz großes Uff. Sie hat doch uns erzählt, dass er sie verarscht hat und hintergangen hat. Und verraten und alles und überhaupt. Ei, und er sagt doch, er kann den Typen verstehen. Eigentlich war es ja nur ein... Das hätte ich sein können, Leute.
Das hätte ich sein können. Kompliment machen wollen und sie wird's verkacken. Geil, feier ich hart gerade. Oh Mann. Aiden, was hast du denn da noch wieder angerichtet? Die sind natürlich bockig weggerannt. Ich hasse das, wenn Frauen bockig wegrennen, das ist das Schlimmste. Lawan, bist du da? Darüber alles reden, ey. Komm schon, ich wollte dich nicht verletzen. Triff mich einfach auf meinem Dach. Geh und warte dort auf mich. Gib mir die Schuhe und dann verpiss dich. Ist ja klar, dass du dahin gehst, wo du immer hingehst, wenn du sauer bist. Ich wollte halt, wie kommt man denn hier höher jetzt wieder? Vielleicht gar nicht. Weil da oben ist noch eine Lieferung, aber irgendwie muss der ja dann da hochkommen. Hat man da Auftrieb? Mit dem Fallschirm? Ja, nicht, wa? Okay, wir sollen sie treffen. Wir da drüben aufs Dach. Ja, wenn ich jetzt einmal so oben, weit oben bin, war das sogar nochmal Aufschwung, aber das sieht mir so hoch aus, da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Doch, guck mal. Eigentlich wollte er nur nett sein, weißt du? Und tritt genau ins Fettnäpfchen. Hm. Das kann ich auch sehr gut, da bin ich auch Weltmeister drin. Was ist denn hier für eine Hütte? Jetzt gepiepst. Ich hab's gehört. Warte. Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Oh Mensch, Lawan, jetzt sei doch mal nicht so, Lawan. Es war doch nur nett gemeint. Ach, typisch Frauen. Der fällt mir nur ein Wort ein. Chantal, ahoi, leiser. Oder Chat, was sagt ihr dazu? Wo sind die Frauen im Chat? Was sagt ihr dazu? Der Typ wollte doch gerade einfach nur nett sein. Scheiße, ich glaube, ich muss da oben aufs Dach. Jetzt komme ich da aber nicht hin. Das ist eine Nebenquest. Ich will aber nicht zur Nebenquest. Ich will da oben aufs Dach. Ah, da ist eine Dingsbums-Bums-Dings. Hier kann man hoch. Den hätte ich auch hochgekonnt. Jetzt gibt's richtig Zickenkrieg, glaube ich. Jetzt gibt's richtig Beef. Kein Kommentar, aber hast recht. Hallo Sammy. Wie kein Kommentar? Warum nicht? Hier, da sind deine Schuhe. Und das hier auch noch. Klares Statement. Ich wusste nicht, dass du mit Tarkon zusammen warst. Warum wohl steht er so weit oben auf meiner Abschussliste? Okay, macht Sinn. Dass jemand Gedichte mag, heißt noch nicht, dass er den Tod nicht verdient. Habt ihr euch getrennt, weil er Frank im Stich gelassen hat, oder hat er Frank im Stich gelassen, weil ihr euch getrennt habt? Solche Analysen sind jetzt vollkommen sinnlos, Aiden. Was auch immer passiert ist, es war ein Fehler, okay? Ich hätte niemals so naiv sein dürfen.
Deshalb solltest du nicht rumschnüffeln. Fuck! Warum hast du nicht einfach auf mich gehört? Sorry. Vergiss es einfach. Tja, Leute, damit haben wir unsere Ich-krieg-die-noch-rum-Karte auf jeden Fall verspielt. Wobei, jetzt lass ein bisschen Alkohol. Einfach in Ruhe. Warum ist doch nicht so schlimm? Pragmatisch sein. Mitgefühl zeigen. Ja. Was ist denn los? Du gibst einfach nicht auf, oder? Das solltest du doch wissen. Ich hasse die weinerliche Tour. Es ist doch nicht weinerlich, über seine Gefühle zu reden. Also gut. Kannst bleiben, wenn's sein muss. Aber stör mich nicht. Ich habe zu tun. Dich besaufen? Nein, du Idiot. Sterne gucken. Hey, da ist der große Wagen. Du bist ja echt voll der Experte. Außer, dass das nicht der große Wagen ist. Oh, ups. Aber den Versuch war es wert, hä? Kennst du noch andere Sternbilder? Ja. Frank hat mir damals einiges über den Nachthimmel beigebracht. Als wir das Fischauge bauten, kletterte ich immer am Gerüst hoch aufs Dach. Frank kam hoch und sagte, es wäre zu kalt, zu spät und sowas. Aber dann erzählte er mir stundenlang Geschichten. Es war toll, ihm zuzuhören. Die Sterne sind so nah und so hell, dass man sie buchstäblich fast an den Eiern packen kann. So hat Frank das formuliert. Elegant, oder? Was ist mit dir, Aiden? Mit mir? Wieso? Kennen Pilger sowas wie Herzschmerz? Das Ding ist, die tut da außen so hart und ist eigentlich ein ganz liebes, weinerliches Mädchen. Vergiss es. Wow, du bist also schüchtern. Dann ist dein Sternbild also Kyknos. Was? Da drüben, schau. Der Schwan. Wenn ich Sterne gucke, finde ich den Schwan immer als erstes. Du flunkerst mir was vor, um Eindruck zu schinden. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Bist du denn beeindruckt? Leute, guck mal, wir sind auf einem guten Weg wieder. Ja, schon. Wir kriegen die Kurve. Nee, bloß nicht nach Harkon fragen. Und das Gedicht? Das sind nur Worte, Aiden. Worte bedeuten etwas. Lieb ist kein Narr der Zeit. Ob Rosenwangen auch. Ihrer Sichel krumme Schneid umspannt. In enger Stundenlauf uneingefangen. Nur Worte, hm? Oha, genau. Sie weint. Nur Worte. Wenn ich das mache, haben wir wieder verkackt. Tanika, herzlich willkommen im Stream. Grüße. Sie ist der Kerl von den beiden, definitiv. Ich darf sie nicht küssen, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht angebracht. Würde ich im Real Life tatsächlich auch nicht machen. Aber hallo, Krischi. Die ist einfach gerade emotional ein Frack und denkt über ihren Ex nach. Wenn du sie jetzt küsst, das ist, nee. Ja, wir sollten schlafen. Aiden, wenn ich Harkon sehe, bringe ich ihn um. Ganz einfach. Halt mich nicht auf. Okay, aber wenn du dich rächst, fühlst du dich noch lange nicht besser. Es geht nicht um mich, sondern um Frank. Ich werde alle rächen, die in jener Nacht starben. Damals sind viele Sterne erloschen. Harkon hat immer groß dahergeredet. Aber als es drauf ankam, ließ er seine Freunde im Stich und sie starben. Da hat er sein wahres Ich gezeigt. Feige Ratte. Deine Chance, sie hat schon gesoffen. Sag morgen, es war der Wein. Alter. Chris nutzt keine verletzten Frauen aus, Ehrenmann. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es wäre gelogen, wenn ich das noch nicht gemacht hätte, aber... aber... Das wäre jetzt auf jeden Fall falsch. Die würde auch nicht mitmachen, glaube ich. So wie die drauf ist. So, ihn zu töten, wird die Vergangenheit nicht ändern. Auch mich wirkt er nicht wie eine feige Ratte. Ja, doch, hier, wenn man...
Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Stimmt. Aber ich kann seine Uhr stoppen. Und das werde ich auch. Eieiei. So eine Ex-Frau braucht man auch nicht. Gute Nacht, Aiden. Das ist richtig unbequem, da zu schlafen, definitiv. Guten Morgen! Alter! Guten Morgen! Ein neuer Tag, eine neue Welt. Hier spricht euer Freund Frank. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich sende aus dem Fischauge. Ab sofort bringe ich euch alle guten Nachrichten aus Veledor. Ich werde in dieser Stadt wieder für echten Zusammenhalt zwischen den Menschen sorgen. Luan? Luan, bist du da? Also Leute, starten wir dieses neue Kapitel mit ein wenig erfrischender Musik. Hey, bist du da? Komm in die Kantine. Sorry Frank, aber für dich habe ich echt keine Zeit mehr. Matt wollte helfen, meine Schwester zu finden, aber stattdessen gab ich dir den Turm und jetzt stecke ich in der Scheiße. Beruhige dich. Komm ins Fischauge und lass uns reden. Ich habe da eine Idee. Ich möchte dir helfen, Aiden. Okay, bin gleich da. Bin gleich da. So. Da lang. Sammy, warum bist du denn da jetzt so erschrocken? Hast du gedacht, ich bin immer anständig oder was? Ab und zu muss man auch mal nicht anständig sein. Aber manchmal bin ich viel zu anständig. Shit. Das war knapp. Mal gucken, ob es hier was gibt. So. Rüber. Da kriegen wir nochmal Aufschwung. Sehr gut. What? Ich habe keinen Aufschwung bekommen. Warum? Luan, Aiden hier. Melde dich. Luan? It was a joke. Komm schon, Luan, antworte. Bist du da? Na toll. Ich repariere den Sender und ausgerechnet jetzt ist bei dir Funkstille. Typisch Frau. Voll so ein Frauenhasser. Typisch Frau. Komm, schaff ich's noch da hoch? Jo. Bei allem, was schlecht läuft, typisch Frau. Ei. Nein. Ich hab euch doch lieb, liebe Frauen. Hemmstoffbehälter erkannt. Das ist erst ausnutzen, wenn du dadurch einen Vorteil oder eine Gegenleistung verlangst. Ah ja, Tex. Das ist ja dann quasi eine Gegenleistung. Oder eine Leistung, die wir bekommen. Also der... Der Punkt zählt auf jeden Fall nicht. Hier unten ist das ja schon. Ein Vogelmensch. Ein Angry Bird quasi. Deswegen ist er auch solo. Wer jetzt? Hier spricht Frank auf Radio Freies Veledor. Euer Nachbar, eure Stadt. Heute und auf ewig. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit mir, Frank. Schau, wir hatten einen schlechten Start. Und das würde ich gerne ausbügeln. Trink einen. Ja? Für mich. Ach, Frank, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ich muss irgendwie meine... Hör einfach zu. Orts muss in diese GRE-Anlage rein. Verstehst du? Deshalb müssen wir diesen Pilger finden. Er bittet einen Riesenhaufen beschissener Kristalle für die Sache. Eine Menge Augenputscher. So, hörst du mir jetzt zu? Warum das? Abtrünnige, ja. Aber wie hast du... Der Fernsehsender wurde früher vom Militär kontrolliert. Die haben von dort aus nicht nur gesendet. Dank dir können wir jetzt den Feind abhören. Anscheinend ist Waltz hinter derselben Datenbank her wie du.
Aber das Observatorium ist bis oben hin voll mit Chemikalien. Ich habe keine Ahnung, wie diese GRE-Scheiße funktioniert. Aber Walt anscheinend sehr wohl. Vielleicht kann man nicht nur vom Observatorium aus auf die Datenbank zugreifen. Ist dieses Gespräch alles, was du hast? Für den Moment ja. Aber wenn wir uns an die ranschleichen können und ihre Frequenz abgreifen, könnten wir noch mehr Informationen über Waltzes Pläne kriegen. Wie? Die Übertragung, die du gehört hast, wurde in der Nähe einer alten Militärantenne in der Wharf aufgefangen. Südlich von Marsh End Lane. Wenn wir die Antenne aktivieren, wird das Signal verstärkt. Und wir hören alles, was sie sagen. Jedes einzelne Wort. Dann weißt du ganz genau, was Waltz vorhat. Waltz einfach zu suchen würde schneller gehen. Du bist ungeduldig, ich verstehe das. Ich kenne das Gefühl, zu viel Zeit verschwendet zu haben. Aber du musst auf der Hut sein. Denk dran, du sagtest, Waltz hätte den Strom wieder eingeschaltet. Und dann seien die Abtrünnigen in den Zentralring vorgedrungen. Da läuft irgendwas. Wir sollten also so viele Informationen wie möglich sammeln, bevor wir ihn stellen. Sonst noch was, bevor ich gehe? Eins noch. Schau dir das Poster an, Aiden. Die Nightrunner haben sich immer an diesen Leitspruch gehalten. Lebe danach. Ich dachte immer, wir sind so zerrissen wie das Stück Papier da. Aber der Spruch hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Und wenn du die Reichweite vergrößerst, kann ich die letzten der alten Nightrunner kontaktieren. Einige müssen noch am Leben sein. Ich verstehe. Das bedeutet dir eine Menge, richtig? Nicht nur mir. Jedem hier. Aber irgendetwas fehlt. Weißt du, warum ich das Poster all die Jahre behalten habe? Wegen Lawan. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie vielleicht 8, 9 Jahre alt. Sie war halbtot. Sah aus, als hätte sie ein Jahr lang nichts gegessen. Und wollte ein paar Kids helfen, ein Kristall von einem Dieb zurückzuholen. Der Kerl hat sie mit einem Messer bedroht. Er war doppelt so groß wie die Kinder. Stärker. Und sie hat sich auf ihn geworfen. Sie biss ihm so stark in die Hand, dass man seine Schreie noch bis nach Old Villador gehört hat. Danach hat sie den Kristall einem der Jungs gegeben. Dann ging sie einfach. Sie hatte nichts davon. Sie hätte das nicht riskieren müssen. Ich sah sie an und dachte, das ist alles, was wir noch haben. Wir Menschen können gegeneinander kämpfen. Jeder gegen jeden. Oder, ganz egal was passiert, wir können zusammenhalten. Dann habe ich diesen Leitspruch aufgeschrieben. Durch das kleine Mädchen wurden die Nightrunner zu dem, was sie jahrelang waren. Und wenn wir auf eine Wiedergeburt hoffen, dann geht das nur mit ihr. Okay, schon unterwegs. Dann schnapp sie dir. Ich bin über Funk erreichbar. Du erinnerst mich an Lawan, bevor sie von ihrer verdammten Abschussliste so besessen war. Ich regle den Lauschangriff auf die Abtrünnigen. Ich finde heraus, was Waltz vorhat. Versprochen. Es gibt halt so Charaktere, da frage ich gar nicht alles, was man zur Auswahl hat, weil das einfach so einschläfernd und nervig ist. Und er gehört auf jeden Fall dazu. Ich mag die Stimme, aber er labert halt so nur Müll. Da höre ich mir dann auch nicht jeden Zweig an, sozusagen. Da unten haben wir noch ein Fragezeichen. Vielleicht sollten wir da mal hin. Dann haben wir das nämlich schon mal erkundet. Naja. So, wo war jetzt der Aufstieg? Hier, wo Licht leuchtet, richtig? Hey! Rico, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Followen. Wollen Dating-Plattform Chris Stream? Das gab's ja mal. Chris Scout 24 gab's mal. Haben sich tatsächlich schon 3 oder 4 Pärchen gefunden in meinem Stream. Also sagt niemals nie. Ein Pärchen davon ist jetzt schon jahrelang zusammen und wohnt auch zusammen, also. So, ich wollte einmal zum Händler. Okay, da ist der. So, einmal will ich verkaufen, alle Wertsachen. Und dann habe ich hier lauter Gedöns noch zum Verkaufen. Wir müssen mal gucken.
41. Gibt es noch was Schlechteres? 38. Das ist Level, also das ist grau und ist besser als da oben die Sachen, weil die halt ein höheres Level haben. Hier 37, das kann weg. 42, 45. Alles unter 50 mal weghauen hier. Ja, wir haben ja den besseren. Weil das Ding ist, dass mich das unnötig Dingsbums kostet. Ja, die machen wir noch kaputt. Weil das ist eigentlich schon kaputt. Wir können den aber... Ah, der ist schon aufgewertet. Verkaufen. Den können wir mal wieder ganz machen. So. Geh dir meine Auswahl an. Nimm dir meine Auswahl an. Oh. So, wo ist denn jetzt der... Dieser Fluss ist grün. Dieser Fluss ist grün. Das sind Haare. Nette Farbe. Ja, gibt's hier nicht noch einen Händler? Hier gab's doch noch einen Händler. Ich mag Rot. Mal ruhig was. Ich schau dir zu. Du suchst doch sicher was, Süßer. Ah, ne, dich will ich nicht. Ich will den Werkstattmeister. Ach, hier drüben. Rille Fiemann. Sorry, Ladies. Ich habe bereits die beste Frau, die ich vorstellen kann. Ocean, somit für euch zu spät. Hallo, Betty. So, was haben wir hier noch? Giftpfeile in Orange. Säure? Feuerbrunst. Können wir updaten. Und zwar. Scheiße, Militärtechnologie brauchen wir. Wir müssen echt noch eine so eine Kiste mal finden. Dann können wir wenigstens eins davon upgraden. Ah, wisst ihr, was ich noch verkaufen wollte? Klamotten. Baby, bitte mal meinen Kopf. Deckung. Also das kann man kaufen. Verkaufen. Ehrlich, ich verkaufe jetzt alles. Weil das werde ich eh nicht tragen. Und wenn da jetzt was Besseres dabei ist, was mir beim letzten Mal entgangen ist, dann habe ich einfach Pech gehabt. Weil wir sammeln ja eh immer bessere Sachen. Also ist das eigentlich pupsegal. Noch dazu kommt, was auch pupsegal ist, ist eigentlich das Gold, was wir dafür kriegen, weil ich das eigentlich gar nicht brauche. Also ich kaufe mir eh nichts, außer mal Heilung oder so. Ich habe keine, aber dafür meine Ruhe. True Story. Ja, ja, das mit den Frauen ist immer so 50-50. Hast du eine, willst du keine? Hast du keine, willst du eine? So. Okay. Kann ich mir jetzt hier so einen freshen Helm kaufen eigentlich? Der kostet 4.900. Was dafür Gold in Gelb, in 4, Level 4 Gold. Erkennungszeit, Ausdauerkosten, Fernkampf, Überlebenssinn, Reichweite, Akku XP, Schaden, Fernkampf. Ich freue mich auf unser nächstes Rodeo. Auf unser nächstes Rodeo, ach so, so, okay. Gehe zur Militärantenne. 200 noch was entfernt. Ich hatte eine 30 Jahre lang, jetzt sind wir nur noch Freunde. Solange das klappt. Das klappt nur leider nicht immer.
ist eine Kiste. Notiz. So. Das ist noch ein Haus. Der Turm hier, oder was? Aber ich kann da nicht hin. Ist unsichtbare Wand. Lul, was ist das denn? Komm da nicht rein. Oh, da ging's runter. Die Häuser sollte man eigentlich alle mal aufdecken. Zwecks nachts. Rambababababababam. So, weiter geht's. Next one. Jetzt darüber. Ja, aber habe ich jetzt keine Lust auf eine Nebenquest. Einfach das vor so einem Real Life, aber so einen Hilferuf ignoriert. Über dich um deinen eigenen Scheiß. Kann dich nicht hören. Immer die Leichen beklauen, richtig Leichenschändung machen. Hey Frank, das ist ganz da oben. Ja, die Diary hat aus gutem Grund dafür gesorgt, dass man schwer drankommt. Hält Übeltäter auf Abstand. Sollte für jemanden wie dich ein Kinderspiel sein, Aiden. Mhm. Wie kommt mir das bekannt vor? Waren wir hier schon mal? Wir waren hier schon mal, oder? Ich werde nichts erzählen. Ich schwöre es. Kampfstoffbehälter in der Nähe. Micha, vielen Dank fürs Follow. Und noch ein Micha. Hallo Micha. Einmal Ausrufezeichen Survival in den Chat. Aber war das nicht, wo ich hier nicht weiterkam? Ja, hier kam ich doch nicht weiter. Was war da der Trick? Ah, jetzt habe ich es geschafft. Guck mal. Moin, spielst du für PK oder Überlebende? Gegenfrage, was wäre denn interessant für dich? Oha, hat's gereicht? Schon wieder? Nee, oder? Ja, warte mal, wo ist denn das jetzt da? Doch, tatsächlich, nice. Aber Michael, ich spiele auch für Überlebende, leider. Sind wir uns wohl einig? Ich wollte ja noch ändern. Wollt ihr die noch modifizieren? Mit Flamme oder was? Oh, ich habe keinen Alkohol. Aber hier, das können wir machen. Entfernen, oder? Haben wir nochmal Flamme. Dann kriegen wir nämlich, wird das Ding wieder ganz, nämlich, und so. Mhm. Okay, wir brauchen nochmal Alkohol. Aber Alkohol, da mache ich mir eigentlich immer... Da mache ich mir immer Dingsbums von, wisst ihr doch. Ich will mir echt mal mehr Modifikationen kaufen, fällt mir gerade so ein. Neues Oberteil, Level 4. Heilungseffektivität ist hier halt besser. Dafür haben wir hier Ausdauerkostenparcours minus. Oha, Micha hat Ausrufezeichen Survivor eingegeben. Micha, du bist jetzt offiziell auf meiner imaginären Insel gefangen und musst entkommen. Ansonsten trifft dich Ausrufezeichen Strafe. Gib mal Ausrufezeichen Strafe ein, dann siehst du, was passiert. Und glaub mir, das funktioniert wirklich. Das ist nämlich ein Voodoo-Zauber.
So, Diggi, wie komme ich denn jetzt? Achso, ja, wir haben ja den. Uff. Wir haben ja hier Schwingel dein Dingel. Schwingel die Dingel. Oh, Micha macht, zieht voll durch, Alter. Hey, Micha, du hast es nicht anders gewollt. Jetzt hast du die Wahl. Akku ist bei mir immer rar. Ist der da? Ist der weg? Ist der da? Ist der wieder weg? Aber Micha, ich spiele auch für die Überlebenden. Zwei Entscheidungen konnte man ja schon treffen, habe ich immer die Überlebenden gemacht. Weil die PK ist mir einfach zu nervig. Ein Sagi. Wo siehst denn du Sagi? Sagi geschrieben? Überlese ich gerade Sagi? Meiner Freundesliste. Da siehst du das, wenn er hier heimlich zuguckt. Sagi, du guckst heimlich zu, habe ich gehört. Ist aber nicht nett. Ich mag das tatsächlich hier mit diesem Hochklettern. Das macht Spaß. Wenn es denn richtig funktioniert. Die Luft sieht halt auch nicht sauber aus. Entschuldigung, kann hier jemand meinen Luftfilter kaufen? Die Luft sieht so aus, obwohl keine Autos mehr fahren. Die Luft sieht aus wie in Berlin. Uah. Guck mal an. Ein neuer Handschuh. Stofffetzen. Och, dass der noch bis ich oben bin. Jetzt sind wir oben, oder? Haken, ja. Was? Erforderlich? Hab ich doch. Hey, wie sollst du? Das ist doch. Also dieser Hinweis. Du kommst doch hier missionstechnisch. Na gut, du kannst vielleicht vorher schon hier hoch. Weiß ich nicht. Aber sonst wäre das voll sinnlos, weil du kommst ja missionstechnisch hier gar nicht vorher hier hin, bevor du den Haken hast. You know what I mean? So, Haken erforderlich. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall da ran. Müssen wir hoch? So mit O. Bam. Heute wird geklettert! Oha, das ist nice da drüben.
überhaupt so richtig? Man von dem zu dem springen muss? Scheint, wa? Das sah gut aus. Backup schon mal runtergeschubst. We got it! Spider-Man wäre so neidisch, ey. Ah, cool! Machen Parcours voll, sage ich euch. So, stellen Sie Frequenz her. Und uff! Frank, die erste Antenne ist einsatzbereit. Gut. Die erste! Hören wir mal, worüber sich diese Mistkerle unterhalten. Nimm die Jungs mit und geht nach Osten. Walters! Wir müssen ihn treffen. Sie gehen los, Aiden. Sie wollen Walls treffen, im Osten. Es gibt noch eine Antenne oben auf einer Wohnanlage an der Kreuzung St. Paul Boulevard und Pete Street. Am Eingang zum Hauptkanal. Bring sie zum Laufen, dann können wir sie weiter belauschen. Verstanden. Verstanden. So, gehen Sie zur zweiten Antenne. Digga, da drüben sehe ich die schon. Die ist voll weit weg. Was ist das denn? Hier in dieser Gülle. Habe ich Ausdauer, ist gut. Ne, da ist die schon, oder? Hier unten auf dem Dach. Glaub schon. Aha. Muss ich sie nur noch treffen, würde. Vorsichtig, vorsichtig. Auf Walls Befehl. Du solltest dir besser Feinde suchen. Was denn du hier oben? Schloss befasst dich. Jetzt bist du dran. Du kannst dich nicht entfernen. Du atmest so gewalt. Ich mach dich kaputt! Ich reiß dich in Stücke! Du bist tot! Er weicht halt nach hinten aus, weißt du? Ganz schlau. Ganz, ganz schlau. Oh, hier ist Militär, Dings. Okay, dann können wir das einmal updaten, tatsächlich. Was für ein Handschuh, habt ihr den gesehen? Der hatte nur drei Finger. Drei Finger, Joe. Da. Tatsächlich nur drei Finger. Parkour XP. Kampf XP. Die sind besser, soweit die Stufe 4 haben. Stellen Sie die Dingsbums ein. Hab ich. Zack, zack, zack. Frank, ich hab die zweite Antenne zum Laufen gebracht. Da waren Abtrünnige. Hier auf dem Dach. Apropos, ich höre Sie wieder reden. Treppen im Garrison Boulevard, die alten Büros. Walls gibt
gibt uns dort neue Befehle. Was Neues über diesen Piraten? Nein. Aber er hat jemanden gefunden, der ihm hilft, auf die Datenbank zuzugreifen. Wenn du was über diesen beschissenen Pilger weißt, sag's mir. Sucht weiter. Ende. Frank, ich muss dahin, wo sie sind. Du hast sie gehört, Aiden. Ward sucht dich. Er weiß, wie man an die Datenbank rankommt. Er hat jemanden gefunden. Er ist zu stark für dich. Und du spielst ihn direkt in die Hände. Wenn ich nur so die Wahrheit herausfinden kann, dann ist es halt so. Du bist ein Dickkopfjungchen. Dickköpfig wie Lawan. Ich melde mich. Vergleich mich die ganze Zeit mit ihr. Was ist denn da los? Vielleicht ist ja Lawan auch meine Schwester. Wobei. Ich. Nee, ich bin weiß. Die da nicht aufs Dach konnte, habt ihr gesehen? Voll weggerutscht. So ein Käse. So ein Ringsuit wäre aber auch noch geil. Nicht nur ein Paragleiter, sondern ein Ringsuit. Was ist denn hier die... Die Windmühle. Jetzt zeige ich dir, dass ich es ernst meine. Jetzt ist das Eingemachte. Wehr doch ab, was ist da los? Aber mit denen habe ich, gegen die habe ich schon mal gekämpft, da kam ich da letztens nicht weiter. Kommen da noch drei. So, die Hammer. Stimmt, hier können wir nicht weiter, wa? Jetzt haben wir den Kletterhaken. Sieht das anders aus? Müsste ich hier on-off machen, oder wie war das? Erstmal grillen, na klar. Oha, warte mal, wo muss ich hin? Okay, verstehe. Von einer Stange zur nächsten. Das hört sich auch so. Hä? Das war so falsch an, von einer Stange zur nächsten. Ja, aber die gehen ja im Gleichschritt. Hä? Hey Leute, mal ehrlich jetzt. Wo ist denn der jetzt hingeschaukelt? Ganz ruhig. Hallo Miriam. Wie geht's dir? Alles gut? Was ist denn das für Kacke? Kann der jetzt mal darüber? Ich kriege echt zu viel hier mit denen.
Scheiß Drecks Mist Kack. Kein Fluchen. Im Ernst? Der war null bewirkt, okay. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht. You Hate Me 32, herzlich willkommen. Mache ich das wirklich? Hast dich doch gar nicht, oder? Wieso? Also jetzt mal wirklich, wieso kann er sich da nicht... Das verstehe ich gerade nicht. Ganz ehrlich, ich suche mir gleich ein hohes Dach und dann segle ich da runter auf diese tolle Windmühle. Geht nicht, keine Ahnung, wie sie sich das gedacht haben. Deswegen steht hier auch so hoch, weißt du, dass du da extra nicht irgendwo hinkommst. Was ist hier für ein Haus? Also hier gab es wieder Geschichten aus der Gruft. Nee, habe ich probiert, schaukeln ging nicht. Für Schaukeln ist er noch zu schlecht oder so, keine Ahnung. Das muss er noch lernen. Oder hoch. Ja, alles gut und selbst. Alter, was war denn das? Oh. Ja, alles gut und selbst. Jetzt fange ich auch schon an, wie eine alte Oma mich ins Bett zu legen und das vor 22 Uhr. An einem Wochenende wohlgemerkt. Das kommt ja noch dazu, an einem Wochenende. Warum ging das da jetzt so tief? Mensch Leute, wie komme ich denn da jetzt hoch? Das nervt manchmal ein bisschen. Können die nicht einfach hier so ein... Ja genau, hier, guck, hier ist so ein Ding. Beam me up before you go, go. Ja, den Gleiter kriegst du in der Mission. Der ist voll geil. Genauso wie der Enterhaken. Und sehr hilfreich auf jeden Fall. Sie haben eine neue Nachricht. Was? Aluhutträger. Alles. Oha, wenn hier schon so lauter Dinger sind, dann gibt's hier gleich wieder Action. Aufs Maul gibt's gleich. Ah, guck mal, die warten schon auf mich. Lul. Hallo, Jungs. Ich hab gehört, hier ist eine Party. Fette, fette Party. So Party. So Party. Süß ist aus. Waltz hatte... Was? Siehst du? Waltz hatte recht. Dieser Scheißker... Alter, wie das zuerst und dann holen wir uns diesen GRE-Angestellten von Old Villador. Wie siehst du denn aus? Wo ist Waltz? Waltz? Wir brauchen Waltz nicht, um uns um dich zu kümmern. Oh, der gute alte Frank. So naiv. Leute warnen. Redet viel zu viel. Schnappt ihn euch!
schubst er mich. Wie so ein Mädchen. Lass mich doch bitte mal kurz gucken. Dir zu verabschieden. Entweder bin ich high, oder du bist der. Der kleine Maulwurf kam. Hat dich der große Nightrunner in den Turm gesetzt? Hey, wieso, was ist das? Bin ich gerade gesprungen? Ich hab so gefährlichere Kinder getötet! Kinderfall. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Hab's verstanden, Digga. Du brauchst das nicht 20 Mal wiederholen. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Zeit, dich auszuschalten. Ich hab schon gefährlichere Kinder. Boah, der nervt richtig hart, der Typ. Nimm das! Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Mehr hast du nicht drauf. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Kann einfach mal das Maul halten, wirklich jetzt! Ein Fluchen war zum Glück schon rum. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Boah, der greift zweimal an! Schlauer Typ. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! 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 Oh Mann, kann den mal bitte jemand abstellen? Ich hab so gefährlichere Kinder getötet! Ich hab so gefährlichere Kinder getötet! Du hast den Stiefel verloren. Und dann kommt wieder neue. Und noch Bogenschützen, Alter. What the fuck? Fuck the what? Fuck, steht im Weg. Du bist aber hübsch. War denn noch irgendwas Cooles dabei hier irgendwie? Irgendwo? Wurfmesser. Ich wollte gerade sagen, er war schon wieder ganz schön lange leise. Oder die Bogenschützen? Ah. Leuchtet mich einfach nur. Scheiße, Leute, was geschieht mit dir? Hilf mir! Die hätten mich quasi erwischen müssen, sozusagen. Und ich gebe extra die ganzen Mats aus. Ah. Handkantenschlag, Junge. Und noch einer. Arm abgerissen, Alter. Kopf ab. Der hat richtig genervt. Please hold the line. Eieieiei. Ganz Aiden. Schwierig. Aiden, bist du okay? Ah, oh, alles gut. Ich denke schon. Ja, Walt war nicht hier. Und sie wissen, dass wir sie belauscht haben. Ich weiß. Du weißt? Jemand wollte mich warnen, aber die Warnung kam zu spät. Geht's dir wirklich gut? Ja, ich... Die Infektion. Ich hatte einen Schub. Die Abtrünnigen sprachen über eine GRE-Ärztin vom Bazar. Walls sucht sie auch. Eine GRE-Ärztin vom Bazar? Ich sehe mir das an. Wer wollte dich warnen? Tja, das ist das Merkwürdige. Es war Hakon. Er will sich mit dir treffen.
Ich wusste nicht, dass ihr euch schon begegnet seid. Hast du mir was zu sagen? Ist eine lange Geschichte. Hat er überlebt? Warum überrascht mich das nicht? Ich dachte, er wäre tot. Tja, er ist immer noch am Leben. Er wartet auf dich in der Kirche auf St. Paul Island. Und er hat Infos über Waltz. Und verdammt nochmal, vielleicht weiß er was über LeJuan. Warum glaubst du, Hakon weiß etwas über LeJuan? Zuerst mal, weil sie hinter ihm her war. Und weil es noch viel komplizierter ist. Also das letzte Mal, als sie so verschwunden ist, hatte sie dieser Scheißkerl abserviert. Wenn sie also jetzt nicht antwortet, ich mache mir große Sorgen, dass da noch mehr dahinter steckt und Hakon was damit zu tun hat. Warum steckt da mehr dahinter? Ich fürchte, sie hat eine Spur zu Hakon gefunden und sie will ihn weiter jagen. Sie könnte also wieder in Gefahr geraten. Weißt du, was die Nightrunner zu etwas Besonderem gemacht hat, Aiden? Ich meine, zu echten Helden? Das waren nicht die Hemmstoffe, nicht die Kraft oder die Schnelligkeit, die sie uns bescherten. Es ging den Nightrunnern um Ausgeglichenheit, um Selbstkontrolle. Deshalb konnte LeJuan kein Nightrunner werden. Nicht, weil sie zu jung war. Sie war die Schnellste, tapferer als viele meiner Männer. Aber ausgeglichen war sie nie. Oh, Selbstkontrolle. Das wird lustig. Lach nicht. Wir nahmen Hemmstoffe, aber sie kontrollierten uns nicht. Wir haben uns auf mentale und emotionale Stärke konzentriert. Nicht nur auf physische Fähigkeiten. Ausgeglichenheit. Körperliche Kraft ist wichtig. Aber was man damit anfängt, das bestimmt, was du für ein Mensch bist. Deshalb hat uns Hakons Verrat so getroffen. Ich treffe Hakon, Frank. Du versuchst herauszufinden, was aus LeJuan geworden ist. Denk dran, sie hören dich auch ab. Klein, sei vorsichtig. Wer weiß, was Hakon im Schilde führt. Ich gehe zurück zum Fischauge. Viel Glück. Viel Glück, sagt er, Leute. Viel Glück. Auch kein Glück. Ich hab Skill. So. Raining Man. Das ist schon wieder Zeit. 23 noch was. Mhm. Hier wäre einmal. Und da waren wir noch gar nicht. Und dahin müssen wir, bei dieser komischen Kirche. Lass doch dahin gehen. Das da oben. Hier ist das, guck mal. Nightrunner Versteck. Sehr gut, da können wir erstmal schlafen bis zum Morgen. Chris, ich hab so Hunger. Ich nicht, ich hab schön griechisch gegessen. Von meinem Lieblingsgriechen. Hab ich mir heute mal gegönnt, weil ich heute den ganzen Tag nur einen Eiweißshake gegessen habe oder getrunken, weil ich irgendwie keinen Hunger hatte. Abends hatte ich dann richtig Hunger. Und ich habe nachmittag war ich halt joggen. Das heißt, ich konnte mir jetzt abends auch mal was gönnen. Ich kann mir immer was gönnen, so ist nicht, aber. Aber mit gutem Gewissen halt was gönnen. Was ich mir dachte, scheiß drauf, heute gibt's griechisch. Ich könnte das jedes Wochenende essen. Der Griech ist einfach so gut. Alleine die Pommes. Ich habe nirgendwo solche gute Pommes gegessen. Also wirklich jetzt, der Griech ist richtig krass. In der Nähe. Oh, ein Haus. Ist wieder oben, weißt du? Jetzt, wo man unten ist. Das?
Griechisch geht immer. Das stimmt. Das stimmt. Also Leute, wenn ihr mal einen guten Griechen in Hamburg sucht, müsst ihr mich wohl leider zum Essen einladen. Dann verrate ich euch das vielleicht. So. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Kann nicht glauben, was ich da sehe. Ich werde dein Blut trinken. Mein Blut bleibt mein Blut. Soll ich doch die Zombies holen. Soll ich dich einladen? Ach scheiße, ich bin der Ausdauer. In der Kirche waren wir doch schon mal, oder? So Leute, an der Stelle machen wir aber erstmal einen Cut mit der YouTube-Folge. Der Livestream geht weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Dying Light 2 Stay Human. Sonst wird mir die Folge zu lang. In diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen und bis dahin. Tschüss.